Auf der Premiere von Fast and Furious 6 in den Universal Studios habe ich versprochen, dass wir endlich nach Hause kommen. Dorthin, wo alles anfing, in Kalifornien. Hier seht ihr warum. Im ersten Film waren die Race Wars viel kleiner. Ein Underground-Event. Aber jetzt, 7 Filme später, ist es wichtig zu zeigen, dass nicht nur die Figuren erwachsen geworden sind, sondern auch die Welt, in der sie leben. Der Film hat eine 14-jährige Historie und ich werde wohl niemals mehr in einer Reihe mitspielen, die es so lange gibt. Mit einer oder sogar 2 Generationen von Fans, die Fast and Furious wirklich lieben. Ich bin seit dem ersten Teil mit Vin in Kontakt geblieben. Ich wusste, sie wollen mich zurückhaben. Hector. Yeah, what's up, man? It's a blessing, you know, to be back. Es ist toll, wieder diese denkwürdige Figur zu spielen. Na endlich, sag ich dann nur. Mit Race Wars präsentiere ich der Öffentlichkeit ein Kultrennen, wunderschöne Mädchen, coole Autos und ausgereifte Figuren. Das war wirklich wichtig. Auf der Startlinie. Und bereit? Zählt nur noch eines. Ich weiß, dass du es bist! Fast and Furious 7. Ab 1. April. Überall im Kino.